Und damit welcome back, Freunde von frisch gerösteten Kaffeebohnen, zu einer weiteren schmackhaften Folge Espresso Tycoon. Ja, Leute, die letzte Folge erstmal, was dieses Lokal hier angeht. Okay, reicht, hat für die Anmo gepasst. Jetzt mal wieder andere Musik. So, ein bisschen hippity-hop-hop. Perfekto. Ja, Leute, wir werden jetzt nochmal ein bisschen hier Zeit investieren in dieses Café. Eigentlich sind wir ja schon fertig, was das Tutorial angeht. Aber ich habe tatsächlich nochmal ein bisschen Lust, hier weiterzumachen. Vielleicht mal ein paar andere Sachen umzugestalten. Einfach so just for the fun. Immerhin spielen wir hier nur die Demo, den Prolog. Von dem her können wir jetzt auch hier nochmal ganz gemütlich Zeit investieren. Und das allererste, was wir jetzt mal machen, weil ich keine Lust mehr habe, diese Pflanzen zu bewässern, ist jetzt neue Mitarbeiter zu holen, und zwar Reinigungskräfte. Wen haben wir denn da? Die sind alle relativ schlecht noch, ist klar für den Anfang. Wir haben hier eine 12-Stunden-Schicht. Nehmen wir doch die Christina gleich mal, oder? Ist eine fleißige. So, zeitplantechnisch, Reinigungskraft. Die ziehen wir jetzt mal von 12 bis 12 und dann brauchen wir von 12 bis... Nochmal so eine 8-Stunden-Schicht, hätte ich gesagt. Reinigungskraft anheuern. Das wären jetzt 8 Stunden. Matthew könnten wir dann nehmen. Was bevorzugen die eigentlich hier? Vormittags, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Was mag sie denn? Nachmittags. Ja, das kommt doch hin, oder? Obwohl, das ist ja eher nachts. Ich brauche einen für die Nachtschicht. Haben wir hier einen? Nachts 8 Stunden. Ja, komm, dann nehmen wir dich. Zeitplan, Reinigungskraft. So. Der Schicht wäre happy. Das passt auch. Dann haben wir zwischenzeitlich zwar einen Leerlauf, aber egal. Könnt ihr auch nochmal ein bisschen aufschieben. 6 Uhr in der Früh an. Das passt. Oder 4 Uhr in der Früh. So. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal jemanden, der sich um eben darum kümmert, dass hier alles auch, der ganze Müll und so weg ist. Dann muss ich das nämlich nicht nochmal machen und dann kann ich meinen Fokus woanders drauflegen. Schon mal sehr gut. Allerdings muss ich die jetzt auch gleich nochmal ein bisschen pimpen. So, Mitarbeiter. Da trainieren, da trainieren, da trainieren, da trainieren. Geld haben wir genug. Alles durchtrainieren. Dann gleich mal richtig in die Mangel genommen. So, wie schaut's bei euch aus? Wen kann man da noch trainieren? Hier geht noch was. Grundsätzlich, glaube ich, geht alles bis sehr gut, genau. Ständigkeit passt auch. Rest lassen wir auf gut. Brauche nämlich das Geld jetzt dann, um hier nochmal ein bisschen neuen Stuff ranzuholen. Apropos neuen Stuff. Nummer 2. Wir brauchen die beste Kaffeemaschine in der Hood. Und das ist dann die für 3000 Tacken. Damit sind sie nochmal ein bisschen schneller und Qualität ist auch nochmal ein bisschen besser. Aber dafür müssen wir jetzt nochmal alles auf Schnellvorgang machen, damit hier auch Kohle reinkommt. Was ich auch noch gar nicht ausprobiert habe, weiß gar nicht, ob das in Tut geht, ist hier Marketing. Das Beanstagram, Radio und TV. Ja, Beanstagram nehmen wir natürlich. Da wollen wir ein paar Studenten haben, lässige Leute, Kinder, Hipster. Ja, das ist, glaube ich, jetzt mal die Kategorie, hätte ich gesagt. Kampagne, Vollgas, 14 Tage. Dann machen wir einmal TV. Fürs TV brauchen wir auf jeden Fall Senioren, Touristen, und auch nochmal Techniker und Businessleute. Kampagne ist teuer, krass. Alter, wie teuer ist denn Fernsehen? Ein Tag, ja, machen wir erstmal einen Tag. So, bam. Werbung ist raus, dann müsste es jetzt richtig abgehen. Ah, guck mal hier. Bootsfrau. Christina. Top. Wollte mich jetzt nicht mehr kümmern. Geil. Muss ich eigentlich nur noch die Snacks auffüllen. Dann kann meine Zeit damit verbringen, Taschen klingen zu hören. Money!
Give me more money. Oh, jetzt geht's ab. Hier seht ihr die Leute, die hier unter Feuer stehen. Das sind die Leute, die durch unsere Kampagne angesprochen worden sind. Alter, kippt euch die Schlange. Geht richtig ab. Sollte jetzt richtig Geld reinkommen. Vorrede passt alles. Da hatte ich jetzt nochmal eingekauft. Das ist noch eine Kiste, die kommt mit. Nice. Kaffeemaschine ist down. Okay. Die muss natürlich funktionieren, Leute. Was? Monarchie exotisch. Was? Was geht hier? Okay, das sind die Schulungen. Wir sind einmal durch. Ist gut. Ich glaube, Mitarbeiter passt jetzt auch. Hätte ich jetzt gesagt. Hier in die Ecke will ich eigentlich auch noch was haben. Auch nochmal so eine Sitzmöglichkeit wie hier. Aber wir warten jetzt erstmal, bis Kohle reinkommt. Dann schauen wir, ob wir nur so ein paar Sachen verfeinern oder ob wir komplett den ganzen Laden nochmal umstülpen. So, Toiletten. Wie schaut's denn da eigentlich aus? Alles noch voll. Entschuldigung, wollte ich nicht. Privatsphäre muss respektiert werden. Das typische Kopfnicken. Check dies. Ist hier mit Müll? Sind wir jetzt hier gerade in der Zeitzone drin, wo keiner von den Reinigungskräften arbeitet? Ah, ich würde aber sagen, vielleicht mal Mitarbeiter-Reinigungskräfte hier bei Schnelligkeit wenigstens. Dass die auch gut sind. Beziehungsweise sogar. Naja, gut reicht. Gut reicht. Vintage-Kommode. Nice. Haben Sie schon Feedback abgegeben? Hast du schon Instagram-Foto gemacht? Promotion, please. Was verkaufe 10 Espresso? Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Ach so, genau. Was wir noch machen könnten, während jetzt hier alles durchläuft, ist eigentlich, neuen Kaffee zu kreieren. Tassen haben wir jetzt an sich keine neuen. Wir nehmen mal die Form hier. Alter, wie es im Hintergrund abgeht. So, Espresso muss rein. Wir haben jetzt hier einige neue Sachen. Heiße Sojamilch, Sojamilchschaum. Also heiße Milch ist immer gut. Ja, aufgeschäumte Sojamilch weniger. Sojamilchschaum geht gar nicht. So habe ich den Käse eigentlich freigeschalten, wenn es keiner mag. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier irgendwie den Espresso rausnehme, dann nur alles mit Soja zu baller. Naja, siehst du. Milch, Sojamilch. Schaum vielleicht noch? Ne. Da kommt es drauf an, wen ich ansprechen möchte. Senioren und Techniker mögen das. Okay, lass mal. Schokoladensirup noch mit rein. Ja, gut. Weiß steht da auch keiner in dieser Kombination. Oh, aber dicke Sahne, komm. Dicke Sahne. Nicht so geil? Hipster stehen da nicht so drauf. Dann lassen wir sie halt weg. Ja, auch wurscht. Besondere Zutaten: Tabasco-Fischsoße oder Mayonnaise? Mayonnaise im Kaffee. Ich glaube, es hakt, Mann. Fischsoße. Kinder stehen auf Fischsoße. Tabasco. Passiert ja gar nichts. Kinder, Studenten, Touristen geht zurück. Lässig geht ein bisschen nach oben. Wir lassen die drei Dinger da drin. Heiße Milch vielleicht mal ein bisschen hochschrauben.
Da ist die Tasse auch schon voll. Wir nennen das Ganze einfach mal Sojatraum. So, Terpens. Eine Ladderart. Können wir denn jetzt hier machen? Ist auch neu. Ja, schön die Rosette noch abzeichnen. Ah, krass. Ups, da stehen da nicht so drauf. Ist mir egal. Oh, guckt euch das an. Kann man sogar die Formen wählen. Je nach Form springen die Leute drauf an. Kinder. Naja, wir haben keinen Kaffee drin. Eigentlich könnte man wieder so ein bisschen für Kinder mehr was auslegen. Lassen wir das mal. Jetzt die Toppins. XXL Schlagsahne. Jo, Kinder, geht richtig hoch. Mal eine Schlagsahne. Kommt Business wieder zurück. Hier Touristen auf grün. Ja, machen wir so auf Touri und Kids. Das kommt doch ganz nice. Blueberry, Alter. Drei im grünen Bereich, perfekt. Akai. Akai ist scheißer. Momentchen, wie mache ich das jetzt? So war das. Kirsche? Kirsche ist auch nicht jedermanns Geschmack. Nee. Das machen wir auch wieder. Nee, das brauchen wir nicht. Und die Waffelrolle, ganz wichtig. Muss immer drauf. So, Sojatraum ist fertig. Top. Zum Menü hinzufügen. 23,50. Gönnung. So, hier können wir, glaube ich, auch nochmal ein bisschen Preis erhöhen. Das geht schon. Wir sind mittlerweile sehr angesagt. Da kann man das schon mal machen. Hier riecht's, warum? So, super. Haben wir auch einen neuen Kaffee gemacht? Naja, was heißt Kaffee? Espresso ist ja nicht wirklich drin. Wisst ihr, was wir zum Spaß noch machen? Erstmal nochmal kurz abchecken, ob wir alles haben noch. Ja, das sieht gut aus. Milch ist immer ganz wichtig. Milchstraße. Wir machen jetzt noch einen. Und zwar dieser kleinen Tasse. Wir nennen das Ganze jetzt schon mal vom Turbo. Und den machen wir jetzt rein für Business People. So, einmal Espresso, Doppel-Espresso, Dreifach-Espresso. Okay, das ist doch dann zu viel. Und dann vielleicht mit heißem Wasser? Nee. Ein bisschen verdünnen, kalte Wasser. Komm, shoot. Heiße Milch? Geht gar nicht. Mögen die Business-Leute überhaupt nicht. Kalte Milch vielleicht? Ich glaube, das ist rein Espresso. Doppelter Espresso einfach. Mit Schokoladensirup. Also ein bisschen Erdbeer mit rein. Geschmacksorgasmus 3000. Dicke Sahne auch nicht. Alter, die wollen ja gar nichts hier, die Business-Leute. Eine Sojamilch-Variante? Nein. Gott, sind das Spießer. Komm schon, seid offen für Neues. Okay, also doppelten Espresso. Gut, bleiben wir dabei. Und dann Sahne mögen sie auch nicht drauf. Ein Röllchen reinschmeißen. Nee. Einfach doppelter Espresso. Muss reichen. Alles klar, verstanden. Das ist dann der berühmte Tom Turbo. Auch noch mit drauf hier. Was kostet er? Ich habe 24,7. Ist aber dann richtig ab. Aber 24,70 für einen doppelten Espresso ist schon ein bisschen heftig, Mann. Da hat gerade einer von unserem besten Kaffee gekostet. Nur stracks eine Latte bekommen. So, 2999 für die beste Kaffeemaschine in der Game. Sehr gut. Gut, ich glaube, wir können das jetzt an sich mal weiterlaufen lassen. Und uns mal anschauen, was wir mittlerweile freigeschalten haben. So,
wir haben alle Sitzmöglichkeiten, die es jetzt gibt im Spiel. Das ist, glaube ich, noch eine coole Couch. Oh, das ist richtig gut. Oh, wir machen ein richtig geiles Couch-Eck. Tische. Wir haben im Grunde jetzt alles frei. Schränke. Oh ja, Schränke dauert noch. Ist gerade wieder was frei geworden. Snacks haben wir jetzt. Roten Cupcake, Schokoladendonuts. Wandanstriche sind wir auch. Komplett alles freigeschalten. Böden noch nicht? Echt? Böden hätte ich jetzt für die Renovierung eigentlich schon gerne alle gleich. Schränke, sonstiges. Warum jetzt auch nicht? Mal Fokus auf Böden legen. Lass mal das nochmal kurz durchlaufen. Und dann hätte ich gesagt, schmeiß mal alles raus und mach alles neu. Schließen dann das Café kurz. Habe ich gerade irgendwie Bock drauf. Was hat es hier mit dem Kapitel eigentlich auf sich? 0,5. Schon gut Geld. Machen mal vielleicht einen Cut und dann sehen wir uns, wenn ich 10.000 habe. So, da Leute, wir haben jetzt 13.742 Dollar und wir können das Ganze jetzt investieren. Ich habe jetzt auch schon angefangen, sämtlichen Schrott rauszuschmeißen. Das hinten, das Eck habe ich jetzt erstmal noch stehen lassen, auch draußen noch. Da kann man sich dann was überlegen. Jetzt können wir allerdings mit diesem ganzen Geld ordentlich auf den Putz hauen und hier nochmal ein paar coole Sachen kaufen. Ich hätte jetzt auch gesagt, ich habe jetzt auch alles freigeschalten, dass wir komplett auf Sofas gehen. Das ist eigentlich ziemlich geil, ziemlich lässig. Richtig smooth Sofas. Ist halt nur die Frage, wie man es jetzt aufbaut. Das hier kann ich leider nicht verschieben. Das ist sehr schade. Das behindert mich jetzt so ein bisschen. Aber grundsätzlich würde da hinten ja auch eine Couch reinpassen. Was ich ziemlich geil finde. Ich glaube, das macht man. So, die stellen wir jetzt einfach mal hier vor die Kasse. Damit es ein bisschen tüdelt. Das muss ein bisschen betüdeln hier, aber dass wir hier den Platz haben. So, gucken wir mal. So, hier die Couch ins Eck. So, Tische ist halt jetzt die Frage. Eigentlich ist so ein kleiner runder Tisch für die Couch ganz chillig, ha? Brauchen ja nicht so ein Prachtexemplar von Gerät vor der Couch. Was haben wir hier? Oh, das ist aber auch geil. Ist auch nicht schlecht, der Tisch. Genau sowas wollte ich vorher haben. Der hier ist wieder zu hoch. Kommt man dann da noch schön durch, ist die Frage. Ja, wisst ihr was, ich nehme den hier. Wenn man mal so auf der Couch gammelt, braucht man im Grunde auch nur einen Tisch, um die Sachen eben abzustellen. Für was anderes braucht man das nicht. Könnten wir hier noch einen Sitzsack hinmachen? Oder einen Sessel? Aber bevor wir das machen, sollten wir eigentlich mal gucken, was es noch so Neues gibt. Was Wände und Fußböden angeht. So eine hässliche Tapete, Mann. Aber so könnte es schon wieder geil sein, ha? Gönnen wir uns mal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht ein bisschen übertreibe. Aber es könnte schon cool sein. Vielleicht andere Farbe noch. Das lassen wir jetzt erstmal. So, dann gehen wir mal auf Fußböden. Das ist hässlich. Das ist dann zu dunkel. Eigentlich hätte ich gerne irgendwas, wo ich dann die Farbe auch wählen kann. Oh. Ist das zu viel Muster? Ich glaube schon, ne?
Rot. Das ist zu extrem hier. Also wenn, dann würde ich fast noch... Das sieht bestimmt voll komisch aus. Was kostet mich der Spaß? 500. Ah, ich weiß ja nicht. Dann machen wir einen Darkroom-Café. Könnt ihr auch nochmal die Wand abchecken. Ja, schon besser, viel besser. Okay, top. Geht ja jetzt eigentlich nur ums Optische. Ich meine, wir haben das Level ja an sich schon durchgespielt. Gut. Dann wieder zurück zu The Couch. Meine Lieblingscouch. Beziehungsweise Sessel. Ist halt jetzt die Frage, welche Farbe. Auch eher so ein Beige dann, ne? Ja, geht das? Reicht das? Ah, das sieht nice aus, das Eck. Das gefällt mir. Würde ich jetzt gar nicht mehr so viel dann hinstellen. Vielleicht dann hier nochmal ein paar Pflanzen. Okay. Von wegen übertreib halt. Oh Mann. Chillig. So, wie machen wir das jetzt hier? Wie ziehen wir das auf? Eine Couch. Dreimal couchen. So, dreimal couchen. So. 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 Auch mal noch in einer geraden Linie, ich besoffener Hund. Ja. Überragend. Jetzt kommst du hier so rein. Da sitzen da schon gleich ganz viele Menschen. Weiß ich nicht, ob das so cool ist. Vielleicht runden wir das hier doch mit was anderem ab. Same Spiel ist ja auch hier. Ich nehme den Einsatzsack noch weg. Stellen den ein bisschen schief hin. Bisschen lässiger. Und machen hier irgendwas anderes. Sieht so. Vielleicht einfach wirklich so ein Sesselparadies. Sessel-Eck. Hm. Gar nicht so einfach. Können sich dann zwei Leute erhöhten hocken, das reicht dann eigentlich auch. Na, eigentlich hätte ich es gerne einheitlich, aber irgendwie ist das halt auch noch nicht alles drin. Das ist halt die Sache. Ja, runden wir das Ganze so ein bisschen ab. So, da hinten stellen wir ins Eck auf jeden Fall noch eine schicke Pflanze. Alter, krass. Ey, was wir jetzt hier freigespielt haben, ist ja Wahnsinn. Ja, hier nochmal so ein Ding dazwischen. Brauchen wir noch irgendwas anderes? Na, oder wir machen's. Was haben wir denn hier noch? So ein kleiner. Oh, ist der süß. Hier, den dann auf dem Tisch. Den da auf dem Tisch. Einfach hier noch einen davon hin. Was haben wir denn noch für Tischpflanzen? Auch cool. Das hier mit draufstellen? Das wäre voll cool. Würde ich richtig feiern. Keine Ahnung, ich meine, es ist nur so ein bunter Mix, ey. Ah, kann man machen. Hier dann noch eine hin. Was macht Nicole eigentlich? 7,5. So. Passt schon. Wenn, dann machen wir die dann noch weg und dafür dann die da mit dran. Die
Frage, 3 Tische oder 2 Tische? Ich glaube, ich bleib bei 2 Tischen und mach lieber nochmal Sitzsäcke hin. Da hat man das hier, Cream. Richtig? Ja. Das ist ein bisschen zu nah dran hier. Die müssen aber auch so stehen, sonst geht's nicht. Sodalim? Ist das Eck auch in Ordnung? Frage ist, was stellen wir denn jetzt hier noch hin? Was ist das denn eigentlich? Oh, cool. Also was ist auch nice. Eine Art Bar? So. Sieht's gerade geheilt. Oh, ist schade, dass man die Farbe nicht ändern kann. Ein Scheiß. Ja, nochmal so 2 Sitze. Kann man machen. Muss man nicht, kann man aber. So, Jukebox. Kommt dann hier hin. Jukebox Hero. Können wir eigentlich pflanzentechnisch? Da hatte ich doch eigentlich so eine geile gesehen. Die da. Jawohlinger. So. Machen wir so ein bisschen, dass sie seitlich runtergeht. So. Ja. Servietten gibt's nicht mehr. Nee, Spaß. Servietten kommen natürlich auch noch. Nehmen allerdings erstmal die Standard. War an sich die Standard, das reicht ja auch. Karten wären natürlich auch geil. Kartenhalter. So, das da noch mit hin. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Was ist das? Koffer voller alter CDs. Ja, klatschen wir mal dahin. Das Musik-Chunky, das muss da schon rein. Und die setze ich mal so mittig. Für die nochmal ein bisschen höher. Ist ja eine witzige Uhr. Stehende Kreidetafel. Man kann hier so viel geilen Stuff machen, Leute, ohne Scheiß. Globus. Wo hat's für die stehende Tafel, ja? Die wäre hier eigentlich ganz geil. Oder hier könnten wir ja noch was machen. Oh ja. Oh ja. I feel it. Dicke Truhe. So, ist Deko noch dahin? Und da geht's ja doch weiter runter, ne? Mal da, Milchkarton. Stell mal damit drauf auf die Truhe. Keine Ahnung. Eine breite Tasse, du. Kaffeebohnen. Das? Blechdose mit Logo. Ja, weiß ich nicht. Mach jetzt hier nochmal so Kaffee mit drauf, dann verkauft man die nämlich auch. So. Sehr geiles Spiel. So haben wir noch pflanzentechnisch. Ah, nee. Das noch so daneben. Was haben wir hier noch? Echo Billboards. Oh, wow. Auch kein Mensch. Blumenständer. Ja, das wird zu voll. Ein Trolley. Topfkollektion. Ich hoffe, man kann echt irgendwann diese blöde Musik ausstellen. Alter, wie cool, das kleine Teil da. Ist ja richtig smooth. Mann, das jetzt. Klick einfach irgendwo drauf und setz es hin. Ah, hier. Oh, die kann man sogar dahin machen. Cool. Ich hab zwar keine Ahnung, was ist das?
by the way. Was ist das eigentlich? Topfblume. Oh, wie cool. Das finde ich ja geil. Kerzenhalter. Einfach vom Style her, keine Ahnung, da noch mit draufknallen, ob sie dann brennen, ist die andere Sache. Oh mein Gott, wie cool. Kann ich da die Farbe wählen? Das wäre halt schon geil. Eigentlich müssten wir das hier da drüber knallen. Oh, Coffee. Hey, yo, Coffee Time, Coffee Time. Das sind eigentlich auch ganz coole Lampen. Aber ich kann die hier leider nicht hinsetzen. Warum auch immer. Aber vielleicht statt den anderen. Die da hin. Am besten ganz nach oben. Jetzt auch kein Top. Das Poster können wir dann ins EO mal ersetzen. Oh, wie cool. Halt! Verklickt. Das fährt mal weg. Dafür bitte einmal diese oder... Na, wir machen diese. Diese gut. Das auf die Höhe. Ja, kann man machen, Leute. Kann man machen. Hier haben wir noch die mit dran. Ich dachte, es wäre Wednesday. Sah von Weitem so aus. Schwarze Haare, helle Haut. Das müsste schräg gehen. Machen wir das mal hier so hin. Klatsch mal da. Pflänzchen drauf. Cool ist aber. Ja, bam. Dann noch irgendwas vom Sonstigen. Hier so eine goldene Waage. Top. Würde mal sagen, ist das fertig. Bitte einmal öffnen. Und dann gucken wir mal, was die Leute so sagen. Ich finde es schon ganz smooth. Da muss noch irgendwas anders hin. Vielleicht doch dann hier nochmal ein bisschen Kunst. Ich würde es gerne einfach hier hin klatschen, so mittig, aber es geht leider nicht. Der einzige Störenfried jetzt hier im Bild, würde ich mal behaupten. Sonst geht das schon ganz gut. Machen wir noch mal ein bisschen hier Marketing, Pushing. So, ab ins Fernsehen. All unser Geld rein ins Fernsehen. 2000, let's go. Ah, krass, Instagram läuft ja auch noch, gell? So, und zur Neueröffnung brauchen wir natürlich ein bisschen peppigere Musik. Smooth Jazz. Geht immer. So, da kommen sie alle. Ist jetzt natürlich schon mal ein bisschen enger als davor, aber ich würde sagen, oh, sieht schon ganz cool aus, Leute. Also, ich würde mich da drin wohlfühlen. Bisschen Overlord. Aber das geht schon. Ja gut, Leute, dann würde ich mal sagen, war es das jetzt erstmal gewesen. In der nächsten Folge werden wir dann die erste Mission angehen. Da werden wir dann ein Café unter Wasser aufbauen. Und ja, das wird ein bisschen anspruchsvoller als das jetzt hier, weil hier hatten wir am Anfang relativ viel Geld. Und bei der anderen Mission starten wir mit so gut wie nichts. Ne? Unsere Taschen sind leer und wir müssen uns langsam aber sicher irgendwie die Taschen wieder füllen. Ah, smooth. Das ist so smooth hier. Gut, Leute, ich bedanke mich recht herzlich bei euch da draußen fürs Zusehen. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützt, mir den Daumen gebt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Trinkt viel Kaffee, bleibt sexy und geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.